Ein Smartphone besteht im Schnitt zu über 50% aus Kunststoff. Er hat nie eins besessen, Gidis Chalamanda. Dabei ist er ein Star auf TikTok. Chalamanda, 92 Jahre alt aus Malawi, wusste auch nicht, was TikTok ist, bis zu seinem Hit. Die Video-App, die vor allem für Lippensynchronisationsclips bekannt ist, hat sich aufgrund ihrer Reichweite zu einem mächtigen Player in der internationalen Musikindustrie entwickelt. Jeder versucht, dort den nächsten viralen Hit zu landen. Doch der nächste virale Hit, der lässt sich nur schwer steuern und ist oft unberechenbar. Und so kann es passieren, dass ein 92-jähriger Musiker aus Malawi plötzlich zum Star wird. Alle wollen es sehen, in Jirachulu, seinem Geburtsort in Malawi. Das Video von Gidis Chalamanda, 92 Jahre alt ist er, jetzt TikTok-Weltstar. Ein Video seines Liedes Lini Hu ging viral, 80 Millionen Mal geklickt. Lini Hu, Lini Hu. Darin singt er, dass junge Menschen ihren Eltern gehorchen sollen. Ich bin Gidis Chalamanda. Die Leute kennen mich, die Kinder kennen mich und alle, die herumstehen, kennen mich. Ich bin sehr dankbar, dass ihr gekommen seid, sodass auch ihr sehen könnt, was mir wichtig ist. Blantyre, Hauptstadt von Malawi. In Buffalo Soldier sang er 1974 von seinem Traum, hier wegzugehen. Nach Amerika. Begonnen hat alles genau an dieser Straßenecke. Hier habe ich früher Gemüse verkauft, an der Chinnery Corner in Blantyre. Immer, wenn ich damit fertig war, spielte ich mit dem Banjo, um ein bisschen Geld zu verdienen, damit ich es zu Hause verwenden kann. Ich habe in meinem Leben genug gekämpft. Die Leute sagten immer, geh, werd Bauer. Ich habe immer gesagt, ich habe genug Farmarbeit gemacht in meinem Leben. Jetzt will ich Geld verdienen, um meine Kinder zu ernähren. In Malawi ist er ein Faktotum. Man kennt ihn überall. Du wirst nicht alt, wenn du arm bist, hat man ihm als Kind gesagt. Er ist arm geblieben und sehr alt geworden. How much money travel you send? 380. Er war schon 60 Jahre alt, als er ein paar kleine Hits in Malawi hatte. Vor ein paar Jahren hat ein junger Sänger ihn zu Hause besucht und ein Video mit ihm aufgenommen, das jetzt ein TikTok-Hit wurde. Mit 12 Jahren habe ich mit dem Singen begonnen. Ich habe mich immer großartig gefühlt, wenn ich Musik gemacht habe. Und auch später hat es sich angefühlt, als sei ich mit der Musik verheiratet. Es war mir immer so ernst damit. Wenn ich Musik gemacht habe, dann ging es mir gut. Auf dem Flohmarkt von Blantyre. Hier um die Ecke spielte er früher seine Lieder und hier hat er noch heute viele Fans. Vor 20 Jahren schrieb er das Lied Lini Ho für seine gleichnamige Tochter. Diese hatte in Abwesenheit der Mutter das Haus geputzt und gefegt und das Geschirr abgewaschen. Davon handelt das Lied. Jetzt wird er nicht nur zu Hause gefeiert, sondern auf der ganzen Welt. Unterwegs zu seinem Geburtsort Jirachulu. Das Lied Lini Ho ist so erfolgreich, dass ihm die Bank, die das Video gesponsert hat, nun zum Dank einen eigenen Gemüseladen gebaut hat. Hier, in Blau. Als Rentenvorsorge.
Gilles Chalamander war zweimal verheiratet und ist Vater von 14 Kindern, von denen 7 noch leben. Von seinem TikTok-Erfolg hat er leider gar nichts. Was ist das Geheimnis eines glücklichen Lebens? Ich bin jetzt 92. Ich will keinen Stress mit den Menschen haben. Immer schön freundlich sein und niemals den Drink vergessen. Das ist das Leben. Wenn ich nicht trinken dürfte, dann würde ich sterben. Das Leben muss gefüttert werden. Das Leben ist das, was du daraus machst. Alles, was dein Körper und Geist braucht. Und jetzt mag ich aufhören. Seid brav und ordentlich und helft ein bisschen mit. Lini Ho hat eine einfache, gute Botschaft für die Welt. Oh.